Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Flashbox. Mein Name ist Stefan von Klextech. Da der liebe Jojo leider seine Einleitung verloren hat, habe ich mich natürlich sofort dazu bereit erklärt, ihm auszuhelfen. Und deshalb kümmern wir uns jetzt gemeinsam um das OnePlus Nord. Wenn ihr nichts mehr im Bereich der Technik verpassen wollt, schaut doch auf meinem Kanal vorbei und lasst mir ein kostenloses Abo da. Dort findet ihr übrigens auch meine Meinung zum OnePlus Nord. Also Leute, schaut doch mal vorbei. Jetzt widmen wir uns aber wieder dem Star dieses Videos, dem OnePlus Nord. Jetzt übernimmt Jojo. Euch also noch einen schönen Tag, macht's gut und bleibt gesund, euer Stefan von Klextech. Jojo, du bist dran. OnePlus geht mit dem Nord einen anderen Weg. Allein der Name sagt es ja schon, also Nord ist doch schon gewöhnungsbedürftig. Hier auf der Packung hier nochmal groß hinterlegt. Hier haben wir das OnePlus-Zeichen auf der Seite OnePlus nochmal stehen und hier nochmal OnePlus Nord. Das Türkis, das ihr hier seht, zieht sich um das ganze, ja, um die ganze Packung, wollte ich fast sagen. Wir ziehen sie auch jetzt direkt auf die Packung und schauen einfach mal, was OnePlus uns da alles dazulegt. Und hier natürlich gleich oben auf das Smartphone, welches wir natürlich erst einmal auf die Seite legen. Ein weiterer Tray, schade, aus Kunststoff. Hier haben wir dann einen Papiertray, den wir dann mal hier alles rausmachen. Und hier haben wir den Welcome Letter auch in dem Türkis und da habt ihr die, ja, Entstehungsgeschichte so ein bisschen von dem OnePlus Nord. Ja, OnePlus geht mit dem Gerät einen anderen Weg wie mit ihren Flaggschiffen. Es ist ein Mittelklasse-Oberklasse-Gerät für 399 bzw. 499 Euro. Link zu dem Gerät findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit dem Lieferumfang und da haben wir ein dickeres Päckchen. Da schauen wir natürlich auch gleich rein. Hier das Simecheck-Tool legen wir auch mal seitlich hin. Dann haben wir OnePlus Nord-Sticker, also einmal OnePlus irgendwie als schwarz und als weißer Sticker und hier nochmal Nord und oben nochmal ein OnePlus. Sehr schön, dass OnePlus das beibehält. Natürlich Quickstart Guide und Warranty Card, das muss immer alles dabei sein. Das kennt ihr ja. Und hier haben wir auch eine TPU-Hülle. Das macht OnePlus bei seinen Flaggschiffen ja auch und führt es bei der Nord-Serie jetzt auch durch. Ja, wir haben hier unten sogar ein kleiner Stöpsel für den USB-C-Eingang zu schützen und sonst alle Aussparungen. Hier ist nochmal so, ja, ein bisschen mattere Schicht hinterlegt. Das sieht ganz stylisch aus, ist ein Finish-Produkt, aber immer schön, wenn es dabei ist. Das war's, was hier dabei ist. Dann, ja, oh, das ist schade, das finde ich sehr schade, dass das Kabel jetzt rot ist. Natürlich deutet es auf, ist das natürlich die OnePlus-Farbe rot und es deutet immer wieder auf den Warp Charge 30T hin. Aber da hätten sie doch durchaus auch türkises Kabel machen können, dass die ganze, ja, das ganze Design und so weiter durchgängig ist. Finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schade. Und ihr wisst bei OnePlus, wie auch bei anderen Herstellern, ihr braucht aber dieses Kabel plus dieses Netzteil, um das Gerät mit Warp Charge 30T laden zu können. Ja, der Adapter ist altbekannt wie beim OnePlus 8 Pro. Jawohl, das ist genau das gleiche. Hier das OnePlus-Zeichen nochmal drauf. Und das kennen wir. Hier steht nochmal Warp Charge und dann legen wir das auch auf Seite und sonst ist nichts drin. Hier unten wäre noch ein bisschen Platz für Kopfhörer, aber da sind keine drin. Also das ist der originale Lieferumfang. Das Gerät ist gekauft bei Amazon. Ja, dann kommen wir zum Gerät selbst und wir packen es aus. This way Nord, also immer wieder der Hinweis nach Norden, hier der Verweis auf einen Fingerabdrucksensor unter dem Display und die Leute, die sich gut auskennen, wissen dann auch schon, dass es ein AMOLED-Display ist, wenn der Fingerabdrucksensor unter dem Display verbaut ist. Und hier haben wir das Gerät, jetzt gucke ich mir das zum ersten Mal an und
Ja, also es gefällt mir jetzt auf Anhieb wirklich gut. Hinten ist Glas, Gorilla Glass 5 verbaut von Plus. Es ist eine handliche Größe. Wir haben Maße von 73 mm in der Breite, 158 mm in der Höhe und es ist 8,2 mm ja, dick. Und der Kamerabumper steht nochmal ja, so einen Millimeter hervor. Und wir haben ein angenehmes Gewicht von 148 Gramm. Es liegt super in der Hand. Hinten die Rückseite ist nochmal so abgerundet und ihr seht aber schon, die Rückseite aus Glas nimmt doch die Fingerabdrücke sehr gut an. Ja, beim Rahmen, da wollte ich es erst gar nicht glauben, aber ja doch, es stimmt. Es ist ein Kunststoffrahmen, der aber in Hochglanz gehalten ist und deswegen auch jetzt zumindest, wenn das Gerät neu ist, doch sehr hochwertig wirkt und man kommt an die Knöpfe sehr gut ran. Also hier der Power-Knopf, den wir natürlich auch gleich drücken und es vibriert, jawohl. Und hier haben wir den Alert-Slider, den altbekannten von OnePlus in drei Stellungen. Einmal für stumm, einmal für vibrieren und einmal für ja, laut halt, für klingeln. Oben seht ihr ein Mikrofon und die Hörmuschel ist hier so leicht schräg eingepasst. Auf der linken Seite haben wir die Lautstärkewippe, die ja doch dann nicht direkt gegenüber des Powerbuttons angesiedelt ist, sondern etwas höher, aber man kann sie gerade noch so erreichen. Da gibt es ja andere Beispiele, zum Beispiel von Oppo, die verbauen die Lautstärketaste direkt gegenüber von der Powertaste. Sonst haben wir auf der linken Seite nichts. Auf der Unterseite haben wir den SIM-Kartenschacht, den wir natürlich gleich mal öffnen und schauen, was hier verbaut ist. Aber ich denke, OnePlus typisch ist Dual-SIM verbaut. Jawohl, ihr könnt zwei SIM-Karten hier einbauen. Eine davon kann 5G, die andere nur 4G. Das ist auch irgendwie ein bisschen schade. Da gibt es auch schon andere Hersteller, die das anders machen. Keine Speichererweiterung. Das Gerät gibt es in zwei Ausführungen, was der interne Speicher betrifft, 128 GB oder 256 GB UFS 2.1 Speicher. Des Weiteren finden wir unten einen USB-C Anschluss 2.0, einen Monolautsprecher, der hinter so einem schönen, ja, geteilten Grill ist und das Gerät, dass wir das schon mal abgehakt haben, hat keine IP-Zertifizierung, also ist nicht gegen Eindringen von Wasser und Staub geschützt, da müsst ihr dann aufpassen. Auf der Vorderseite, mein Kollege hat das Gerät schon mal eingerichtet gehabt und ich durfte es jetzt nochmal auspacken. Vielen Dank dafür, für die Möglichkeit. Auf der Vorderseite, ich mache mal noch ein bisschen heller, seht ihr das 6,44 Zoll Fluid AMOLED Display mit einer Full HD Plus Auflösung, 1080 x 2400 Pixel mit einer Pixeldichte von 409 ppi und ihr habt 90 Hertz Display Wiederholungsrate. Das ist wirklich sehr schön, also Bildwiederholungsrate meine ich natürlich, sehr schön flüssig anzusehen und in dieser Preisklasse wirklich auch nicht einzigartig, aber schon eher selten. Ihr habt keine Edges hier bei dem Display, ich mache mal was Helles, dann könnt ihr nämlich auch die sehr schönen, dünnen Displayränder sehen. Sie sind nicht ganz symmetrisch, aber ein schönes, dünnes Kinn unten. Das kommt ja jetzt immer mehr in 2020 und seitlich habt ihr wirklich kaum noch Displayränder, aber ein gerades Display. Also das finde ich mal wirklich gut, dass OnePlus das jetzt in ein gerades Display macht, weil die High-End-Smartphones von OnePlus, das 8 Pro zum Beispiel, hat Edge-Display. Da hat man wenigstens eine Auswahl. 20:9 ist das Format und hier oben habt ihr eine Dual-Punch-Hole-Frontkamera. Die Frontkamera löst in 32 Megapixel mit einer Blende von f2.45 auf und zusätzlich habt ihr eine 8 Megapixel Weitwinkelsensor mit einer Blende auch von f2.45. Die Videoaufnahmen, und das ist wirklich ganz besonders, weil OnePlus geht hier anscheinend in die Richtung von Social Media. Videoauflösung 4K 60 FPS für eine Frontkamera wirklich doch sehr, sehr, sehr selten zu sehen und wirklich super. Es ist sogar so, dass die Rückkamera, die 48 Megapixel Hauptkamera, nur 4K 30 FPS kann.
Also da merkt man schon, worauf OnePlus seinen Fokus legt. Die Frontkamera ist wirklich hochauflösend und ihr habt, wie gesagt, noch den 8 Megapixel Weitwinkel für Selfies mit jede Menge eurer Freunde, dass ihr die alle drauf bekommt. Ja, der Fingerabdrucksensor unter dem Display, den müssen wir jetzt mal noch einrichten, wenn ich es schnell finde. Da haben wir hier Fingerabdruck und dann machen wir mal schnell hier auf Weiter. Und dann richten wir den doch mal schnell ein. Aber ich denke mal, OnePlus verbaut denselben Fingerabdrucksensor, den optischen, wie bei seinen High-End-Modellen. Jetzt noch die Ränder einlesen. Und da denke ich, dass dann überhaupt kein Problem da besteht, das Smartphone schnell zu entsperren. Ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit einer Gesichtsentsperrung, die natürlich weitaus unsicherer ist wie die Fingerabdruckentsperrung. Wir schauen mal und jawohl, also das war klar, dass OnePlus da drauf setzt. Das kann OnePlus und das bauen sie auch in ihrem Mittelklasse-Smartphone ein. Das finde ich toll. Dann kommen wir doch mal auf die Rückseite, die wie angesprochen aus Glas ist und ihr seht schon die ganzen Fingerabdrücke, die hier von mir jetzt schon drauf sind. Also das ist ein Fingerabdruckmagnet, das OnePlus-Zeichen und hier unten nochmal der OnePlus-Schriftzug und hier der Kamerabumper nebendran, der LED-Blitz. Und wir fangen an mit den Sensoren. Da haben wir 48 Megapixel Hauptsensor, der gleiche Sensor wie im OnePlus 8. Passt auf, nicht der im Pro, sondern im OnePlus 8 mit einer Blende von f1.75. 8 Megapixel Ultraweitwinkel mit einer Blende von f2.2, 2 Megapixel Makrosensor, da finde ich es schade, dass sie 2 Megapixel verbauen und nicht 5. Die meisten Smartphones mit 2 Megapixel Makrosensor, die können einfach nicht so viel, also die Fotos sehen wirklich nicht so toll aus. Eine Blende von f2.4 und der letzte Sensor ist eine 5 Megapixel Tiefenunschärfensensor mit einer Blende von f2.4. Ja, um ein paar Fotos zu sehen, weil leider kommt hierzu, das kann ich schon direkt sagen, kein zweites Video, könnt ihr mir gerne auf Social Media folgen. Ich blende euch hier oben mal was ein. Dann könnt ihr auf jeden Fall aber noch ein paar Beispielfotos des OnePlus Nord von mir sehen. Da könnt ihr mir auch gerne folgen, darüber freue ich mich immer wieder. Ja, softwareseitig haben wir das gewohnte Oxygen OS mit dem Grundgerüst Android 10 natürlich. Dafür ist OnePlus bekannt, es ist fast Stock Android. An gewissen Stellen gewisse Veränderungen, gewisse Verbesserungen und ich mag das System sehr, sehr gerne. Ich hatte ja jahrelang auch das OnePlus 5T im eigenen Gebrauch und war sogar habe mich kurz damit beschäftigt, ob ich nicht jetzt wieder auf OnePlus umsteige und mir das Nord mal hole. Aber ich habe es doch gelassen. Angetrieben wird das Ganze von einem Snapdragon 765G, maximal 2,3 GHz, 8 oder 12 GB RAM, LPDDR4 RAM. Das reicht euch auch, denke ich zumindest, völlig aus für die meisten der Spiele, die ihr im Play Store bekommt. Der 765G ist natürlich 5G fähig, das G steht aber für Gaming, also er ist wirklich spezialisiert, der Chipsatz, auf Spielen und da habt ihr ja für die nächsten Jahre auf jeden Fall genug Power, um die neuesten Spiele damit immer zu spielen. Der verbaute Akku ist 4110 mAh stark, kann ja mit Warp Charge 30T geladen werden, ist ungefähr in 50 bis 60 Minuten vollgeladen, kann kein Wireless Charging, also ihr könnt das Gerät nicht wireless aufladen, das behält dann OnePlus doch sein Flagship vor, wenn sie es jetzt da schon mal verbauen. Das hat ja auch lang genug gedauert, aber alles in allem finde ich für den Preis ist das Gerät wirklich ich will jetzt sagen No-Brainer, also dass ihr das bedenkenlos kaufen könnt, aber es ist auf jeden Fall weit oben dabei und macht dann doch den ganzen anderen Anbietern in der Preisklasse, wie jetzt Xiaomi zum Beispiel, doch starke Konkurrenz. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie das euch gefällt. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das Mittelklasse-Smartphone von OnePlus wirklich gut gefällt, das Nord, oder ob ihr sagt, OnePlus soll lieber bei High-End bleiben. Das können sie.
Aber ich finde jetzt, es ist ein zweiter Versuch. Sie haben ja schon mal einen OnePlus One X oder sowas rausgebracht. Ich weiß nicht genau, ob es so heißt. Die Profis können mir das ja mal unten auch in die Kommentare schreiben. Aber ich finde, der erste Eindruck und der Gesamteindruck von dem Gerät, von dem Display, 90 Hertz, es ist Oxygen OS, die Kamera ist bestimmt nicht schlecht, die wir ja auch so im OnePlus 8 gesehen haben. Also da hat OnePlus eine runde Sache. Klar, der Rand ist aus Kunststoff, aber man nutzt ja sowieso, wo ist sie? Meistens, zumindest die meisten Leute nutzen für ihr Smartphone ja sowieso eine Hülle, und hier seht ihr das Ganze dann auch mal mit Hülle. Das hier machen wir noch ab, den kleinen Aufkleber, und so sieht das Ganze dann mit Hülle aus. Also ich finde, es ist wirklich eine gelungene Sache, eine runde Sache für OnePlus, endlich den Schritt gegangen zu sein, wieder ein Mittelklasse-Gerät auf den Markt zu bringen. Ja, und ich denke, das soll es dann auch gewesen sein über das OnePlus Nord hier bei mir im Unboxing und Ersteindruck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen Kommentar und eine Bewertung da. Und um keine weiteren Videos zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal. Darüber, ja, freue ich mich auch immer wieder. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.